Der Chef der jungen Sozialdemokraten, Philipp Thürmer, hat Bundeskanzler Olaf Scholz gedrängt, in der Ampelkoalition mehr durchzugreifen. Auf dem SPD-Parteitag in Berlin sagte er am Samstag: Lieber Olaf, wer aus der Defensive will, muss Angriff spielen. Du bist der Chef der Regierung, nicht der Paartherapeut von Robert und Christian. Weiter forderte der Juso-Vorsitzende den Kanzler zu mehr Handlungsstärke auf. Die Menschen wollen, dass du Empathie zeigst, erklärst und vor allem entscheidest. Sie wollen keinen Moderator der Macht. Wir können die Leute nicht verarschen. Die SPD überlasse viel zu häufig den Konservativen die Bühne, obwohl sie doch regiere. Thürmer richtet in seiner Rede einen eindringlichen Appell an Scholz. Olaf, du hast mal gesagt, wer Führung bestellt, soll sie bekommen. Hiermit bestelle ich sie. Und wir warten dringend auf Lieferung. Thürmer hatte Olaf Scholz bereits in den letzten Tagen mehrfach scharf attackiert, besonders beim Thema Schuldenbremse. Der Juso-Chef beendete seine Rede mit den Worten: Die Vision eines sozialdemokratischen Jahrzehnts. Wir glauben immer noch daran. Die Partei kann das und wir sind bereit, alles dafür zu geben. Olaf, ich frage dich, bist du es auch? Glück auf, es muss besser werden, als es gerade ist. Dankeschön.